Mein Name ist Thomas Fritz. Ich bin Geschäftsführer der Firma Erika Reklame, bin vom Beruf Schilder- und Lichtreklameherstellermeister. Wie ist denn die Firma Erika Reklame entstanden? Also das Unternehmen Erika Reklame wurde von meinem Vater in 1952 gegründet. Mein Vater hat das Unternehmen nach seiner Frau Erika benannt und daher auch dann, weil es dann mit Werbung und Beschriftung zu tun hat, Reklame, weil damals machte man halt keine Werbung, sondern man machte Reklame. Was würden Sie sagen, macht Ihren Beruf aus? Der Beruf ist sehr, sehr abwechslungsreich. Man hat mit ganz vielen verschiedenen Materialien zu tun. Man muss sich in viele Bereiche reindenken, egal ob es eine Holzverarbeitung ist, Kunststoffverarbeitung. Man muss ein kreatives Auge haben, man muss Geschick haben für Gestaltung, Schrift, ein handwerkliches Geschick für die unterschiedlichsten Arbeiten. Im Prinzip ist es schon ein wirkliches, ganz, ganz interessantes Handwerk, wo man halt, ich sage immer, wir machen alles und müssen nochmal starten. Also nochmal, wir machen neues Spiel, neues Glück. Ja. Wir machen fast alles und haben in die unterschiedlichsten Gewerke Einblick, egal ob Schreiner, Schlosser, Maler und so weiter. Der Schilder- und Lichtreklamehersteller ist irgendwo in jedem Gewerk so ein bisschen zu Hause und das macht die Sache aus. Man muss halt immer wieder sich auf neue Gegebenheiten einstellen. Jeder Auftrag ist anders. Und was halt auch immer ist, wir sind oft die Letzten auf der Baustelle, weil unsere Arbeit, wenn der Fliesenleger nicht vorher fertig geworden ist, dann können wir nicht arbeiten und wir sind eigentlich immer das Gewerk, was als letztes dann auf die Baustelle kommt und dadurch sind wir oft unter Zeitdruck. Aber, ja, wie heißt das so schön? Irgendwie schaffen wir es immer. Und worauf muss man achten, wenn man sich jetzt für diesen Beruf entscheidet? Also was gibt es für Vorteile, für Nachteile? Was muss man für Qualitäten besitzen? Einmal ein handwerkliches Geschick ist wichtig. Man muss, sollte schon kreativ sein, weil man auch, wenn man irgendwo auf einer Baustelle ist, man auch mal irgendeine Lösung finden muss, die vielleicht nicht irgendwo vorher gegeben war. Man muss mit dem Termindruck umgehen können. Es ist halt schon so, dass dieses Gewerk, wie gesagt, da ist eine Eröffnung und dann, wenn man einen Tag zu spät ist, hat man verloren. Da muss man halt wirklich auch bereit sein, dann auch mal eine Überstunde zu machen. Man muss bereit sein, dann die Arbeit auch fertig zu machen. Und es ist eine Teamarbeit, geht nur im Team. Ohne das Team geht es eigentlich gar nicht. Und wir haben hier eigentlich auch bei uns ein sehr, sehr, sehr gutes Team, finde ich, die auch gut zusammenarbeiten und wo dann auch keiner den anderen im Regen stehen lässt, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich schon, glaube ich, ganz, ganz wichtig und macht dann auch immer wieder Spaß, sowas. Okay, vielen Dank.